selbstständig steuern, Recht, Finanzierung und Marketing. Das Heft ist rausgegeben worden von der Verbraucherzentrale, ich gucke mal gerade nach, Verbraucherzentrale NRW Düsseldorf, und das Logo ist ZDF Wieso, lizenziert durch ZDF Enterprise GmbH, ZDF 2017. Text Thomas Hammer Ötesheim, Lektorat Dr. Doris Mendlewitsch, Düsseldorf. Fachliche Betreuung Bernd Jacquemot, Nürnberg, Koordination Wolfgang Starke. Und dann kommen so ein paar Sachen. Herausgeber ist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Mintropstraße 27 in 40 217 Düsseldorf. So. Das Ganze dauert immer zwischen einer halben Stunde und 20 Minuten. Ich stelle jetzt die Eieruhr auf 30. Wenn die letzten 10 anfangen, weiß ich, dass ich langsam aufhören soll. So, für den schnellen Einstieg. Muss ich meinen Arbeitgeber über die nebenberufliche Tätigkeit informieren? Ich bin arbeitslos. Darf ich mich trotzdem selbstständig machen? Wie kann ich die Startphase meines Nebenberufs finanzieren? Ich zahle schon Einkommensteuer in meinem Hauptberuf. Kommen noch Steuern auf meine anderen Einkünfte dazu? Man liest oft von lukrativen Angeboten auf Provisionsbasis, selbstständig zu arbeiten. Was ist davon zu halten? Nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzen, Marketing. Thomas Hammer, habe ich den schon erwähnt? Ja, aus Ötesheim. Wir informieren Sie über die wichtige Aktualisierung zu diesem Ratgeber, wenn sich zum Beispiel die Rechtslage ändert, neue Gesetze oder Verordnungen in Kraft treten, erfahren Sie dies unter www.vz-ratgeber.de/aktualisierungsservice. So. Das Ganze hat auch ein Inhaltsverzeichnis. Die wichtigsten Fragen und Antworten, was Sie vor dem Start überlegen sollten, Geschäftsideen für Dienstleister, das sind die einzelnen Kapitel, Ideen für Kreative und Kunsthandwerker, Handel und Reisegewerbe, freie Berufe, Handwerk und Gewerbe, was freiberuflich selbstständig sein darf, Meisterpflicht, Innung und Handwerkskammer, IHK-Mitgliedschaft, so funktioniert die Gewerbeanmeldung, Ihre Geschäftsräume, was Sie beachten sollten. Was Arbeitgeber und Arbeitsagentur wissen müssen. Als Arbeitnehmer nebenbei selbstständig geht das. Selbstständigkeit in der Elternzeit, Selbstständigkeit in der Arbeitslosigkeit. Das ist bei mir gerade der Fall. Ich versuche Geld aus diesem YouTube-Channel zu ziehen. Deshalb informiere ich mich auch. Ich bin leider arbeitssuchend. Ich habe kein Arbeitszeugnis bekommen, dafür ist die Bezirksregierung Düsseldorf verantwortlich. Und ich habe das angezeigt mehrfach, ich habe das versucht einzuklagen, das ging auch nicht. Warum, weiß ich auch nicht, da fühlt sich keiner für zuständig. Weder das Sozialgericht noch das Verwaltungsgericht. Sie haben es auch nicht ins Arbeitsgericht verwiesen. Ja, ich habe meine Bewerbung mit einem Geldwert versehen und versucht, ihn einzuklagen. Das hat auch keine Aussicht auf Erfolg. Ich habe die Gütetermine alle wahrgenommen und war bei 3 Verhandlungsterminen vor der Kammer, alles erfolglos. Also ich muss mir was überlegen. Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs, Honorare und Stundensätze kalkulieren, Produktpreise professionell ermitteln, Praxisbeispiele für die Produktkalkulation, Kontoführung und Liquidität, wie Sie an Bankkredite kommen, die optimale Tilgungsdauer bei Krediten,
was Sie über Bürgschaften wissen sollten. Haftungs- und Ausfallrisiken, darauf müssen Sie achten. Die Berufs- und Betriebshaftpflicht, der Umgang mit Reklamationen, wie Sie Ihre Ausfallrisiken reduzieren, finanzielle und rechtliche Risiken rund ums Internet, AGB Mythos und Wahrheit, erfolgreich werben mit kleinem Budget, Dreh- und Angelpunkt, die Zielgruppe, das unverwechselbare Erscheinungsbild, klassische Werbemedien und Maßnahmen, die professionelle Webseite, Werbung in sozialen Netzwerken, der Umgang mit Kunden und Interessenten, Sozialversicherung und Altersvorsorge. Welche Pflichten und Rechte haben Sie? Gesetzliche Renten- und Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft, Altersvorsorge. Verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Umsatzsteuer, die Umsatzsteuervoranmeldung und Erklärung. Was das Handelsregister mit Ihrer Buchführung zu tun hat. Der Aufbau der Einnahmeüberschussrechnung, EUR. Wie Sie die Einnahme korrekt ermitteln, Betriebsausgaben, so funktioniert die AFA, häufiger Streitpunkt, Arbeitszimmer und Betriebsräume, Reisekosten richtig geltend machen, Abgabe- und Zahlungsfristen, Vorsichtsfalle, welche Angebote Sie meiden sollten. Und dann gibt es noch einen Anhang, Adressen der Verbraucherzentralen, Stichwortverzeichnis, Bildnachweis und das Impressum. So, ich bin angekommen auf Seite 6. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Danach geht es weiter mit, was Sie vor dem Start überlegen sollten. So, die wichtigsten Fragen lauten: Darf ich mich in jedem Beruf nebenbei selbstständig machen? Bin ich verpflichtet, ein Gewerbe anzumelden? Was sollte ich bei der Finanzierung beachten? Brauche ich ein zweites Girokonto? Welche Risiken kommen auf mich zu? Muss ich Beiträge an die Krankenkasse zahlen? Muss ich zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung zahlen? Was ist eine Berufsgenossenschaft und kommt die Mitgliedschaft auch für mich in Frage? Muss ich meine Tätigkeit dem Finanzamt melden? Was sollte ich bei der Kalkulation meiner Preise beachten? Und das waren schon die wichtigsten Fragen. Jetzt gleich geht's los. Es gibt einen einführenden Text am Anfang und dann kommen die Fragen nochmal mit den entsprechenden Antworten. Es gibt auch jeweils einen Verweis, wo das im Buch auftaucht. Wer nebenberuflich eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit aufnehmen möchte, steht vor vielen Fragen. Auch wenn die Verbraucherzentralen in erster Linie private Verbraucher beraten, können wir denjenigen, die sich nebenberuflich selbstständig machen wollen, in vielen Dingen wertvolle Hinweise und Ratschläge geben. Dazu gehören unter anderem rechtliche Aspekte, Altersvorsorge, Versicherungen und Bankgeschäfte. Weitere Themen des Ratgebers sind unter anderem das passende Geschäftsmodell, gute Werbestrategien und Grundlagen der Kalkulation. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Verwirklichung Ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit. So, die einführende Motivation am Anfang. Darf ich mich in jedem Beruf nebenbei selbstständig machen? Bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit müssen Sie dieselben Regelungen beachten, die für die hauptberufliche Selbstständigkeit gelten. In manchen Berufsfeldern, wie beispielsweise in einigen handwerklichen oder freiberuflichen Tätigkeiten, dürfen Sie nur dann selbstständig tätig sein, wenn Sie bei der Qualifikation bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Beim Handwerk ist dies die sogenannte Meisterpflicht, die für die betroffenen Berufsbilder in der Anlage A und B der Handwerksordnung festgelegt ist. Als Freiberufler wie Rechtsanwalt, Architekt oder Steuerberater benötigen Sie eine entsprechende Zulassung durch die Kammer. In vielen anderen Tätigkeitsbereichen brauchen Sie hingegen keine besondere Genehmigung oder Zulassung.
um nebenbei als Existenzgründer an den Staat gehen zu, Staat zu gehen. So. Näheres dazu auf Seite 21. Bin ich verpflichtet, ein Gewerbe anzumelden? Ob Sie ein Gewerbe anmelden müssen, hängt davon ab, welche Berufe Sie nebenbei als Selbstständiger ausüben. Einige Tätigkeiten gelten als freiberuflich und ziehen damit auch keine Gewerbeanmeldung nach sich. Dabei handelt es sich meist um akademische Berufe, Heilberufe oder künstlerische Tätigkeiten. Im Zweifelsfall sollten Sie bei der für die Gewerbeanmeldung zuständigen Behörde vorab anfragen, ob für Ihre nebenberufliche Existenzgründung eine Gewerbeanmeldung notwendig ist. Falls ja, können Sie dort als Inhaber des Betriebs Ihr Gewerbe gleich anmelden. Was sollte ich bei der Finanzierung beachten? Zunächst einmal haben nebenberufliche Gründer zwei Vorteile. Zum einen ist oftmals aus dem noch ausgeübten Angestelltenjob ein regelmäßiges Monatseinkommen vorhanden und zum anderen hält sich bei diesen Gründungsvorhaben der Kapitalbedarf meist in überschaubaren Grenzen. Bei mir ist es so, ich habe jetzt in diese Kamera investiert, die kostet... Die unverbindliche Preisempfehlung liegt, glaube ich, bei 2.300 Euro und Mikrofonie, Kabel, Ständer nochmal. Ich habe ja noch ein zweites Mikrofon da stehen, weil wir so 700, 800 Euro sehen, damit ist man, ja, ich benutze den Internetanschluss meiner Eltern und brauche noch ein Notebook dabei. Das Notebook ist relativ teuer, was ich habe. Später möchte ich damit vielleicht auch Videoschnitt machen. Ich würde mal... ...5.500 bis 6.000 Euro plus den Internetanschluss rechnen. Also es ist überschaubar, es ist aber auch viel Geld. Ich habe kein eigenes Auto und... Mal schauen, ob da mal was rausfällt. Momentan guckt es sich ja keiner an. So. Ach ja, Licht ist auch dabei. Ja. Man landet irgendwo bei gut 6.000 Euro. 6.500 Euro ist es ganz sicher nicht. Am sichersten ist es, wenn Sie keine Kredite benötigen und Ihre Ausgaben und Investitionen aus eigenen Mitteln bestreiten können. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen wollen, dann sollten Sie kritisch prüfen, ob Ihre voraussichtlichen Erträge hoch genug sind, um sowohl die Zinskosten als auch die Tilgung bestreiten zu können. Als Kreditformen kommen Ratenkredite von Banken und Sparkassen ebenso in Frage wie Mikrokredite, die speziell für Gründer mit geringem Kreditbedarf angeboten werden. Ein Förderkredit der staatlichen KfW-Bank ist im Regelfall mit der Auflage verknüpft, dass mittelfristig der Vollerwerb geplant ist.
Brauche ich ein zweites Girokonto? Das Finanzamt verlangt, dass privater und geschäftlicher Geldverkehr getrennt sind. Doch solange sich die Anzahl der geschäftlichen Kontobewegungen im übersichtlichen Rahmen hält und durch den Buchungstext klar erkennbar ist, ob es sich um private oder geschäftliche Geldeingänge handelt, können Sie Ihr privates Girokonto auch für Ihre nebenberufliche Selbstständigkeit nutzen. Das ist wichtig für mich. Unter Umständen kann es jedoch vorkommen, dass Ihnen die Bank Schwierigkeiten macht, vor allem dann, wenn Sie gemäß Ihren Geschäftsbedingungen das Konto ausschließlich für die private Nutzung bereitstellt. Im Kapitel Kontoführung und Liquidität erfahren Sie, wie Sie in solchen Fällen reagieren sollten. Ich möchte irgendwann ein Gewerbekonto haben, ganz einfach, um mir ein sozialversicherungspflichtiges Gehalt auszuzahlen. Ich stehe auf öffentliche Regelversorgung mit einer Arbeitslosenversicherung und einer Krankenversicherung. Sowas geht, glaube ich, über ein Geschäftskonto ganz gut. Seite 47. Welche Risiken kommen auf mich zu? Das finanzielle Risiko ist bei nebenberuflichen Das finanzielle Risiko ist bei nebenberuflichen Existenzgründungen GEN. Da fehlt ein Plural. Hallo, wieso schreibt ihr da kein Plural hin? Eher gering, sofern noch ein Einkommen aus einer beruflichen Anstellung vorhanden ist. Doch Gefahren können an anderen Stellen lauern, so etwa bei der Haftung. Weil die private Haftpflichtversicherung nur bei Missgeschicken im privaten Umfeld greift, sollten Sie für Ihre Selbstständigkeit eine eigenständige Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Ich sage da nichts zu. Auch betriebswirtschaftliche Risiken sollten nicht vernachlässigt werden. Dazu zählt zum Beispiel die Möglichkeit von Zahlungsausfällen, weil ein Kunde insolvent wird, oder von zusätzlichen Anwendungen aufgrund von Reklamationen und Gewährleistungsansprüchen Ihrer Kunden. Muss ich Beiträge an die Krankenkasse zahlen? In vielen Fällen können Sie Ihre nebenberufliche Selbstständigkeit ausüben, ohne dass Sie für die daraus erwirtschafteten Gewinne Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung zahlen müssen. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Wenn Sie kostenlos in der Familienversicherung mitversichert sind, müssen Sie sich beim Überschreiten bestimmter Einkommensgrenzen selbst krankenversichern. Das sollten beispielsweise Studenten beachten, die nebenbei, ich muss noch mal von vorne anfangen, muss ich Beiträge an die Krankenkasse zahlen? In vielen Fällen können Sie Ihre nebenberufliche Selbstständigkeit ausüben, ohne dass Sie für die daraus erwirtschafteten Gewinne Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung zahlen müssen.
Doch keine Regel ohne Ausnahme. Wenn Sie kostenlos in der Familienversicherung mitversichert sind, müssen Sie sich beim Überschreiten bestimmter Einkommensgrenzen selbst krankenversichern. Das sollten beispielsweise Studenten beachten, die nebenbei noch eigene Geschäftsideen verwirklichen wollen, oder auch Mütter und Väter, die während der beruflichen Erziehungspause in geringerem Umfang selbstständig sind. So. Und die letzten vier Fragen. Muss ich zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung zahlen? Ob Sie mit Ihren Einkünften aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit rentenversicherungspflichtig sind, hängt in erster Linie von Ihrem ausgeübten Beruf ab. Denn für manche Berufsfelder gibt es eine Pflichtmitgliedschaft, die auch für die nebenberufliche Selbstständigkeit gilt, zumindest dann, wenn die durchschnittlichen Monatseinkünfte eine bestimmte Grenze überschreiten. In solchen Fällen kann es durchaus vorkommen, dass Sie auf zwei Wegen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Einmal als Arbeitnehmer mit den Beiträgen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber entrichten, und in Form des Pflichtbeitrags aus den Einkünften Ihrer selbstständigen Nebentätigkeit. Wird auch aus Seite 98 kommt das vor. Was ist eine Berufsgenossenschaft und kommt die Mitgliedschaft auch für mich in Frage? Drittletzte Frage. Die Berufsgenossenschaften sind Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Ihre Leistungen kommen dann zum Tragen, wenn Sie Arbeitnehmer im Betrieb oder auf dem Weg zur Arbeit Ihre Leistungen kommen dann zum Tragen, wenn Arbeitnehmer im Betrieb oder auf dem Weg zur Arbeit durch einen Unfall verletzt werden oder wenn beruflich verursachte Krankheiten auftreten. In diesen Fällen übernehmen Sie die Behandlungskosten und zahlen bei Erwerbsunfähigkeit eine Verletztenrente. Welche Berufsgenossenschaft für einen Betrieb zuständig ist, hängt von der Branche ab. Die Höhe der Beiträge, die ausschließlich vom Arbeitgeber zu tragen sind, richtet sich nach der Anzahl der Arbeitnehmer. Nur in wenigen Ausnahmefällen sind auch hauptberuflich Selbstständige ohne Angestellte Pflichtmitglied. Für nebenberuflich Selbstständige besteht die Möglichkeit der freiwilligen Mitgliedschaft. So. Vorletzte Frage. Muss ich meine Tätigkeiten dem Finanzamt melden? Vorletzte Frage. Grundsätzlich gilt, Einkünfte aus einer nebenberuflichen Selbstständigkeit müssen genauso versteuert werden wie beispielsweise das Einkommen aus einem Angestelltenverhältnis. Wenn Sie nachhaltig Gewinne erzielen und diese nicht versteuern, drohen Ihnen unangenehme Fragen vom Finanzamt, im schlimmsten Falle bis hin zum Vorwurf der Steuerhinterziehung. Die frühzeitige Meldung ans Finanzamt kann auf der anderen Seite sogar Vorteile bringen, wenn Sie in der Anlaufphase Verluste erwirtschaften und diese steuermindernd geltend machen können. Nebenberuflich selbstständig sollten Sie jedoch nicht nur mit der Einkommensteuer, sondern auch mit der Umsatzsteuer befassen. Bis zu einer bestimmten Grenze gilt hier ein Wahlrecht, dessen Ausübung je nach betrieblicher Konstellation sorgfältig abgewogen werden sollte. Seite 107 steht Näheres.
Was sollte ich bei der Kalkulation meiner Preise beachten? Letzte Frage. Wenn es um die Kalkulation von Verkaufspreisen oder Honoraren geht, gelten für nebenberuflich Selbstständige im Prinzip dieselben Spielregeln wie für richtige Unternehmer. Zunächst einmal ist der Umsatz nicht dem Gewinn gleichzusetzen, weil sie davon auch die betrieblichen Ausgaben finanzieren müssen. Außerdem sollten Sie bedenken, dass Selbstständige im Gegensatz zu Arbeitnehmern keinen bezahlten Urlaub haben und im Krankheitsfall auch keine Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber bekommen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Schritt für Schritt Ihre Kalkulation so aufbauen, dass alle wichtigen Kostenfaktoren darin enthalten sind. So. Was Sie vor dem Start überlegen sollten, ist das nächste Kapitel. Damit mache ich gleich weiter. Tschüss.